Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu... Heute teste ich Coca-Cola Energy Drink Cherry. Also bleibt dran! Energy Drink habe ich ja beide schon getestet, waren beide bei mir durchgefallen, weil ja, ich habe mir mehr davon erhofft. Ich habe mir erhofft, dass es nach Cola schmeckt und nach Energy. Beides nicht der Fall gewesen. Ja. Jetzt habe ich in Holland gefunden Coca-Cola Energy mit Kirschgeschmack, mit Cherry. Ist anscheinend neu. Ich weiß noch nicht, ob es in Deutschland das schon gibt. Wenn ja, könnt ihr das unten reinschreiben. Es hat an der Tankstelle natürlich 2 Euro noch was gekostet. Na, Preis-Leistungs-Verhältnis, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt so. Na, wenn ich mal sowas finde, dann teste ich das gern mal. Kilokalorien hat es, 42 Kilokalorien und soweit ich das, mein holländisches eingerostet, 10,3 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also, er ist schon ordentlich, ich glaube, das muss man sich schon überlegen. Der Becher ist natürlich am Start, Leute. Den habe ich gerade sauber gemacht. Das Design hier finde ich aber cool. Also das hätte schon 5 Sternchen verdient vom Design her. Aber das will ich erst entscheiden, wenn ich sehe, wie es im Becher aussieht. Oh, das riecht schon mal gut. Das riecht jetzt schon besser als die anderen 2 Energy Drinks von Coca-Cola. So, Leute, schenken wir ein. Ich schenke das jetzt nicht ganz ein, weil ich will da noch was von haben. Also muss das bisschen reichen. So, ja, also das sieht schon eher so aus, so das Aussehen, so hätte ich mir den Coca-Cola Energy Drink gewünscht, vom Aussehen her. Also Design ganz klar, 5 Sterne fürs Design dafür. Es ist heute ein bisschen hell und natürlich die Sonne knallt wie Sau. Es riecht wie geschmolzenes Wassereis. Kennt ihr diese Wassereis-Dinger? Diese, die gibt es auch als Cola. Genau so riecht das. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ich habe die sehr gerne gemacht und mein Kind mag die auch. Also, Prost! Es schmeckt wie... Es schmeckt wie diese... Oh, der Geschmack kommt mir so bekannt vor, wie diese Coca-Cola Lutsche, die es damals immer gab. Ja, wie eine Mischung aus Coca-Cola Lutsche und Wassereis. Kirsche schmecke ich auch raus, aber irgendwie vermengt der sich total gut mit diesem Cola-Geschmack. Ja? Also, genauso, Leute von Coca-Cola, wenn ihr mir zuschaut, genau wie dieses Getränk stelle ich mir einen Coca-Cola Energy Drink vor. Es schmeckt, man schmeckt am Rande raus, dass Energation drin ist, also man spürt es und es sieht so aus, wie ich mir einen Energy Drink von Coca-Cola ganz ehrlich vorstelle, so wie Cola, nur ein bisschen verdünnter. Und also es schmeckt einzigartig gut. Das ist bisher der beste Coca-Cola Energy Drink, den ich je getrunken habe. Na, wie gesagt, wenn es ihn noch nicht in Deutschland gibt, für den einen wieder. Kommt bestimmt gut bei den Leuten an. Na, geschmacklich. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Besonders für die Leute, die so ein bisschen nostalgisch drauf sind, so wie ich. Das schmeckt wirklich wie, wie diese
Als Kind gab es hier diese runden Lutscher, diese Cola-Geschmack, Lutscher und Wassereis. Genau so schmeckt das. Wenn ihr es probiert habt, schreibt in die Kommentare rein, ob ihr den Geschmack genauso teilt wie ich. Das schmeckt auch ein bisschen nach Kirsche. Aber das ist ja das Faszinierende bei den Cherry-Produkten. Das darf nicht 100% nach Kirsche schmecken, denn sonst wäre es ja kirschhaft. Nein, es muss angetäuscht nach Kirsche. Und das wurde da, wie ich finde, sehr, sehr gut umgesetzt. Ne? Natürlich der Preis, also hier für 2,62 € schon ein kleines Ding. Aber gibt es bestimmt auch billiger, deswegen Preis-Leistungs-Verhältnis, das lasse ich weg. Also wie gesagt, geschmacklich kriegt das Teil von mir satte 5 Sterne. Ja, wenn ihr es anders seht, wenn ihr es schon getestet habt, schreibt mir in die Kommentare rein, ich habe es in Holland gekauft, wie ihr es findet. Und im Übrigen, schaut auf meinen anderen Social Medias vorbei. Fände ich sehr schön. Ich bin auch auf Twitch jetzt und schaut mal vorbei, lasst da auch ein Abo da, da gibt es Spiele. Jo, dann würde ich sagen, bleibt sauber, Leute, und allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.